Herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsgruß aus der Christuskirche. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Früher war mehr Lametta. Stimmt doch, oder? Zugegeben, dieses Jahr war wirklich ein unglaubliches. 2020. Wer hätte das geahnt? Ein Virus, Kontaktbeschränkungen, Lockdown, sogar die Kirchen verzichten darauf, Präsenzgottesdienste zu feiern. Wer hätte das gedacht? Früher war wirklich mehr Lametta am Baum. Aber war früher wirklich alles besser? Natürlich nicht. Aber ich könnte verstehen, wenn einige Menschen heute so denken. Damals bei Jesu Geburt war es auch alles andere als romantisch und stimmungsvoll. Zumindest nicht so, dass man in heilige Weihnachtsstimmung kommen könnte. Ein überfordertes junges Paar, so wie viele junge Paare bei Geburten schon mal überfordert sind. Dazu alles andere als eine herzliche Willkommenskultur. Wir haben keinen Platz. Nur da hinten im Stall, bei Ochs und Esel und dann noch diese Hirten am Wochenbett. Nein, früher war nicht alles besser. Aber im Blick auf das Wesentliche der heiligen Nacht, auf Jesus, Gott mit uns, Friedefürst, Erlöser, wird alles andere unwesentlich. So erzählt es die Bibel. Plötzlich stellt sich unbändige Freude ein.
Das ist mein Gebet, mein Wunsch heute an diesem besonderen Weihnachtsfest, dass wir das Wesentliche nicht mit dem Unwesentlichen verwechseln. Ja, es ist so schade, dass wir viele liebe Menschen nicht sehen können in diesem Jahr. Und ja, es ist sehr traurig, dass wir nicht gemeinsam Gottesdienst feiern können. Vielleicht ist der Verzicht aber auch eine Chance. Es ist diesmal weniger um das perfekte Fest geht, sondern darum, wie es bei mir in meinem Herzen hell wird. Dass wir diesmal weniger Zeit damit verbringen, Verwandte zu besuchen, sondern Zeit haben, Jesus in unseren Herzen bei uns zu Hause zu empfangen, ihn in unsere Herzenskrippe einzuladen. Ich wünsche Ihnen Fantasie und Mut, Weihnachten anders zu feiern, sich von Gott besuchen zu lassen. Paul Gerhardt lebte im 17. Jahrhundert auch in Zeiten einer Seuche. Er hat wohl die schönsten Texte inmitten einer Pandemie gedichtet und weiß, was es bedeutet, anders Weihnachten zu feiern. Er hat für den Wunsch, sich von Gott besuchen zu lassen, wunderbare Worte gefunden. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden. Ich wünsche gesegnete Weihnachten. Geht in diese Weihnacht im Frieden Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.